Der Kunde ruft an, bestellt seine Ware. Die Ware wird dann im ERP-System angelegt. Über das Produktionsleitsystem werden die Aufträge über Subito Flow direkt an den Flottencontroller gegeben. Ebenfalls über die Schnittstelle an das Auftragsleitsystem werden die Stammdaten direkt an Subito Flow übertragen. Und so geht der Prozess mit dem fahrerlosen Transportsystem los. Der Karton wird an das fahrerlose Transportsystem übergeben und fährt dann durch eine Identifikationsstation. An der Station wird der Barcode überprüft, der bereits auf dem Karton vorhanden ist. Dann wird noch zusätzlich ein PID, ein Produktionsidentifikationscode, auf dem Karton aufgedruckt, wo dann letztendlich den Auftrag, der an der Maschine eingelastet ist, mit den Stammdaten aus dem ERP-System, mit den Materialflussdaten verheiratet, um so keine Untermischung zu erlangen. Ja, nun ist letztendlich fahrerloses Transportsystem mit Karton und Auftrag verheiratet. Jetzt geht's in die Produktion. Das Herzstück letztendlich der Anlage, die Produktion muss laufen, sprich die Logistik dient als Dienstleister. Das heißt, wir haben eine echtzeitfähige Schnittstelle an der Maschine, wo wir mit dem fahrerlosen Transportsystem im Karton direkt an der Maschine interagieren, wo die Teile vollautomatisch an den Karton übergeben werden. Parallel dazu gibt es auch Stationen, die mit manuellen Tätigkeiten fungieren müssen. Das heißt, hier haben wir die Mensch-Maschine-Schnittstelle, um den gewissen Karton-Handshake bzw. auch die Auftragsdaten zwischen Maschine, Mensch und fahrerlosen Transportsystem zu verheiraten. Das fahrerlose Transportsystem nimmt den Karton mit und übergibt den dann über eine vollautomatische Übergabestation an eine starre Vordertechnik. An der Vordertechnik haben wir noch den Bereich des Kartonverschließens. Der Beutel muss eingelegt werden und auch das Versandlabel muss auf den Karton. Sprich, hier spielt der PID, wo wir am Anfang quasi aufgebracht haben, nochmal eine elementare Rolle, um auch das Versandlabel mit dem PID, mit dem Produkt und dem Karton nochmal final zu identifizieren, weil danach geht dann der Karton letztendlich ins Lager und das fahrerlose Transportsystem geht wieder zurück in seinen Pufferbahnhof. Wie man hier unschwer erkennen kann, sind wir hier am letzten Schritt des Materialflusses. Der Lkw-Fahrer meldet sich an der Pforte an, fährt an die jeweilige End- oder B-Ladestation. Über die Schnittstelle zum Lagerverwaltungssystem werden jetzt hier just in time die Produkte ausgelagert. Das heißt, Karton werden der Palettierung zugeführt, die Palette wird letztendlich durch den Palettierroboter gebildet, wird dann noch gesichert mit Stretchfolie und Umreifungsband. Es kommt noch ein finales Versandlabel über einen Palettenetikettierer drauf und dann wirklich für den LKW die dementsprechenden Paletten hier versandfertig vorbereitet, sodass der LKW-Fahrer seine Paletten entnehmen kann, dem LKW zuführen kann, das Tor hinter sich schließen kann und dann schnellstmöglich auch die Versandzone wieder zu verlassen, um dann die Produkte letztendlich zum Endkunde zu bringen.